Ahoi, liebe Campingfreunde, zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Kreuzfahrtcamper. Gut, ich dachte schon, ich muss hier schütteln, dass er hier wach. Nee, eingeschlafen bin ich noch nicht. Ich genieße halt einfach mal das Campingfeeling hier. Ja, solange man es noch kann. Das ist richtig. Das muss man ja wirklich sagen. Ihr habt schon gelesen. Ja, es ist ein bisschen reißerisch, unser Titel, aber... Ja, aber es ist halt die Wahrheit, weil ist das die Frage jetzt der Fragen? Ist denn... das Camping noch weiterhin so machbar oder nicht? Also genau, ist der Boom doch zeitiger zu Ende, als man gedacht hat, weil bei den Spritpreisen, und davon muss man sagen, hätte man Ende letzten Jahres nichts gedacht, dass die dermaßen hochgehen. Wir haben ein schlaues Büchlein, da schreiben wir nämlich jedes Mal rein, wann wir getankt haben, wie viel Liter wir getankt haben und zu welchem Preis. Ja, und der Preis, der ist ja sehr interessant hier bei diesem Thema. Und den wollen wir mit euch einfach mal zeigen, was wir so erlebt haben. Ich meine, ihr habt es ja auch erlebt, zum großen Teil, klar. Ja, aber trotzdem ist dann, würde ich da die Frage, ne? Das weil Bewusstsein machen, ne? Wir schauen mal, 23.12., also kurz vor Weihnachten, und das kann man schon sagen, da war ja fast schon eigentlich so Urlaubspreisstimmung. Ja. Haben wir 1,40 bezahlt, also knappe für 90 Liter. Wir gehen jetzt immer auf 90 Liter drauf ein. Ja, dann heißt es wieder, du tankst nie 90 Liter voll, aber im Endeffekt, ja, da ist das Sprit schon drin. Also 80 Liter tanken wir sowieso immer voll, wenn er dann leer ist, das ist definitiv eh so. Ja, und 90 Liter Tank hat er, das heißt irgendwo, du packst immer was drauf und du packst nicht billiger drauf, du packst eher teurer drauf. Deshalb, das mal so nebenbei gesagt. 126 Euro kostet uns jetzt schon eine ganze Tankfüllung. Ja, bei 90 Liter, das ist schon eine ordentliche Sache. 126 Euro, die muss man auch erstmal haben. Ne? Genau, kurz vor unserer Reise, die wir hier begonnen haben, haben wir 1,70 Euro bezahlt pro Liter. Da sind wir schon bei 153 Euro. Ja, das ist auch schon heftig. Es wird immer teurer. Ja, und dann haben wir tatsächlich heute getankt, weil wir auf dem Weg zur Mosel waren. Und man muss sagen, es ist noch eine günstige Tankstelle. Günstig in der Pampa gelegen. Also genau. Das war wirklich noch eine der günstigeren Tankstellen. 1,90. Ja, das tut dann schon mal weh, ehrlich gesagt. Das sind 171 Euro für eine Tankfüllung. Und wir haben jetzt mal gerechnet. Wann ist der magische Punkt gekommen, dass wir über die 200 Euro kommen? Jetzt muss man sagen, da steht ein Concorde, den seht ihr gerade nicht. Der ist schon drüber bei unserem Preis. Ja klar, aber wir gehen ja jetzt vom Van Größe und von den Fahrzeugen der Fiat-Klasse aus. Hier ist gerade Affentheater, weil die Enten hier ein bisschen gerade Terz machen. Was machen die denn hier gerade für einen Musik-Tenor hier? Nutzt mal die Pause aus, wenn die blöden Schnatterinchen ja so einen Krach machen, kann ich mir die Sonnenbrille aufsetzen. Gott, bin ich geblendet. Ja, die Sonne, die scheint schön. Also Camping ist halt ja was, was wirklich schön ist. Ja, weil es draußen stattfinden kann. Genau, aber wenn es dann um Kosten geht, dann muss man sagen, ab wann sagen die Leute, au, oh, wir haben keine Lust mehr dazu. Und ehrlich gesagt, glaube ich, dass bei vielen die Grenze dabei mittlerweile irgendwann auch erreicht ist. Wenn wir nämlich uns mal überlegen, dass wir 200 Euro für eine Tankfüllung ausgeben, da sind wir nämlich beim Preis, was hattest du ausgerechnet? Lustigerweise 2,22. Bei 2,22. Halleluja. Also. Das sind 32 Cent nur noch. Jetzt könnte man sagen, ach, 32 Cent. Nochmal. Erster, jetzt muss ich überlegen, 23.12., also vor 10 Wochen waren wir bei 1,40. Das heißt, wir sind 50 Cent innerhalb von 10 Wochen teurer geworden. Das heißt, das ist gar nicht mehr so weit weg. Nee, und ich glaube auch, dass wir das noch erreichen werden. Und da ist dann halt wirklich die Frage, macht die Campingbranche das dann noch mit? Ich würde mal sagen, schreibt doch selber mal in die Kommentare, was haltet ihr davon zu den aktuellen Spritpreisen? Wie seht ihr das? Würdet ihr noch Camping machen? Würdet ihr noch fahren? Oder würdet ihr sagen, ach, nee, lieber nicht mehr, ich verkaufe vielleicht mein Wohnmobil? Oder, ja, ich würde weitermachen, aber ich würde halt vielleicht nicht mehr so weit wegfahren. Das heißt, die Ziele wären näher dran. Mag ja auch sein, ist ja auch eine Möglichkeit. Genau, also wenn man hier in der Moselregion wohnt, hat man es einfach, hat man die Heimat immer, das Schöne so nah. Das Ahrtal ist in der Nähe. Wir haben ein bisschen Schwierigkeiten bei uns, ne? Wenn man anguckt, wir sind so dicht beieinander, wir müssen doch schon immer weiterfahren. Ja, ja, gut, also, der Harz ist immer so 150 Kilometer, die See sind 250, also ein bisschen Fahrt. Ja, das ist ja mal so eine Tankfüllung weg, für ein Wochenende mal 200 Euro rauszudonnern, das ist natürlich ein Nennwert, wo man sagen kann, das ist eine Hausnummer.
Das ist eine Ausnahme. Hätte keiner gedacht, wirklich letztes Jahr auf dem Caravan-Salon in Düsseldorf, dass die Preise dermaßen hochgehen. Wir wussten, dass es langsam hochgeht. Man hatte sich schon auf die 1,60 so eingestellt, dass wir jetzt aber schon bei, wie gesagt, bei 2 Euro, wir haben es gesehen. Also ich hatten unterwegs 2,10 Euro, ne? Nee, 2,21 Euro. Das war aber eine Tankstelle an der Autobahn, die zählt für mich nicht. Okay. Aber 1,99 €. Das war auf jeden Fall auf der normalen Landstraße so. 1,99, die hatten wir auf jeden Fall schon. Und ich glaube, 2 Euro hatten wir auch schon auf der Landstraße gesehen. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Aber auf jeden Fall haben wir da echt Preise, die interessant sind. Wie gesagt, wir werden sehen, wo der hingeht. Ich glaube, das ist so der erste Dämpfer, was den Campingboom angeht. Das kann ich mir auch vorstellen. Und da sind wir mal gespannt, wie es da die nächsten Wochen auf jeden Fall weitergeht. Jetzt eure Kommentare unter dem Video. Wir sind echt gespannt, was sagt ihr dazu? Wann wäre euer Schmerzlimit? Habt ihr überhaupt ein Schmerzlimit? Oder sagt ihr selbst bei 10 Euro den Liter, wir fahren immer noch? Dann hätten wir denn eigentlich ein Schmerzlimit? Stand heute wüsste ich nicht, weil ich muss einmal sagen, wir haben das Ding gerade neu gekauft. Und jetzt zu verkaufen, du wirst es ja dann am Schluss, wenn die Preise bei 2,60 Euro, 2,70 Euro, kriegst du das Ding auch nicht mehr los. Wer kauft sich das Ding? Das ist richtig, aber wir würden wahrscheinlich unsere Ziele etwas näher stecken. Ja, das denke ich schon, wir würden Einschränkungen machen. Das heißt, sowas, was wir jetzt einfach mal tun, spontan an die Mosel, das fällt dann weg. Das gibt es dann nicht mehr, weil dann bist du mit einem Schlag 400 Euro für eine Reise los. Das ist irgendwann... Das tut zu sehr weh, das muss man ehrlich sagen. Aber wie gesagt, schreibt gerne in die Kommentare, mal sehen, was ihr so sagt dazu. Und ansonsten bleibt uns nicht viel anders zu sagen als... Bleibt gesund, bleibt uns gewogen und dann sehen wir uns schon bald wieder beim neuen Video auf unserem Kanal. Kreuzfahrtcamper. Ciao, ciao. Tschüss.